Gräbern erheben und für immer absorbieren. Warum hat sie nicht einfach die Seele des Dragonlords absorbiert und es beendet? Weil, keine Ahnung, er ist zwar böse, aber nicht so böse. Wollt ihr einfach nicht gegen einen Bösewicht kämpfen? Hä, Fred? Ganz genau, Fred. Klappe. Grüße. Du hast es auf das Seelenschwert abgesehen, oder? Und mich haben sie hier drin deponiert, weil ich zu besitzergreifend war. Dass ich nicht lache. Ich hole mir das Seelenschwert vor dir. Und dann macht der Dragonlord mich zu seiner rechten Hand. Hey, die will uns doch nur hinhalten. Schieß ins Gesicht. Immer wieder. Dramatischer aus. Das funktioniert bei mir nicht, Trottel. Ich sagte doch, ich bin besitzergreifend. Der Körper war kacke. Ich hol mir einen besseren. Hast du gehört, was sie über mich gesagt hat? Nicht so böse. Netter Versuch, aber sie kann mich nicht im Nachhinein zum Antagonisten all ihrer Kampagnen stempeln. Warte, da war mal dieser andere Kerl, ein Zauberer. Der Stümper wollte meinen Job übernehmen. Aber hübsch war er, wirklich. In fort, du Memme! Ich werde meinen Eid halten. Bin gleich bereit. Wohin soll ich mich wenden? Mörder? Sünden? Webbe? Oder in die andere Richtung? Mein Zauber ist bereit!
treffe immer. Jede Menge Reserven. Eine beeindruckende Sammlung. Aber wofür sollte ich mich entscheiden? Zauberzeit! Du hättest aufgeben sollen, als du noch die Gelegenheit... Hey, ja! Zurück für eine weitere Gerangelrunde, ja? Töten von Dingen, nämlich dass sie tot bleiben und die Fresse halten. Im Inneren des Mausoleums springt euch eine Kiste ins Auge. Magie verleiht einem lebensraubende Kräfte. Klingt böse, aber nennen wir es... Moralische Grauzone. Ein wenig Grabräuberei, ja? Ich wusste, du bist nicht komplett langweilig. Trotzdem werde ich dir das Schwert wegschnappen. Lernen wir uns näher kennen an einem gemütlichen, ruhigen Ort. Wie deinem Grab. Magisches Sperrfeuer! Zu den Waffen, Kameraden! Nachgefüllt! Die Magie beginne!
Zeit für einen Zauberspruch. Endlich begegnen wir uns. Verdammt. Bist du noch mal? Weiter! Magische Geschosse! Majestät beherrscht die Magie mit Anmut und Würde. Ich kann wieder zaubern! Wieder im Geschäft. Schnellladung!
Wer ist da? Zeig dich! Die eigene Stimme hallt in den grausigen Ruinen wieder, aber es kommt keine Antwort. Wieder aufgeladen. Ihr müsst ihn laut am Altar draußen vorlesen. Mein Albtraum. Lesen? Laut lesen. Auf den Altar und verkündet das Gelübde der Schicksalsbringer. Das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Das gefällt mir. Das Schicksal eint uns. Kommt auf meinen Wunschmandala. Glaubst du wirklich an sowas, Tina? Was? Nein, Leute, das ist bloß Fantasiekram. Aber ich schätze, das Schicksal hat uns vereint, damit wir gemeinsam spielen. Oder so. Keine Ahnung. Verdoppeln! Zauber-Explosion! Bereit zum Zaubern! Einmal selbstgemachten Ketchup-Wein. Die Mächte der Dunkelheit nach. Verirrt, ich mag einfach nur Karten. Das sieht doch schon viel besser aus. Glückswürfel.
erwarte, dass du und deine blöde Königin sterben werden. Sobald der Dragon Lord das Schwert hat. Gib dein Gold am einzigen Automaten aus, der den Segen der Königin hat. Wirf es auf den Haufen. Ich bin ein Paladin, nicht ein verdammter Hehler. Ein bisschen abgenutzt, aber gut genug für die Wache. Und merke den Rittercode. Entschuldige mich kurz, während ich mir was Tödlicheres überziehe. Du kriegst das Seelenschwert nie, Schnöckelchen! Dieses Mal töte sie so hart, dass sie nicht wieder aufsteht. Noch nicht leer! Allmächtiger Roboterpolizist, kriegt man diese Zombicke denn gar nicht tot? Her mit dem Schwert! Du kannst ja nicht mal richtig damit umgehen. Es muss mit Seelenenergie aufgeladen werden und die gibt es nur von deiner geliebten Königin oder den Seelen von Lebenden. Mir fällt da spontan eine Seele ein, die absorbiert werden müsste. Her mit dem Schwert! Es gehört dir nicht mal! Es gehörte von Anfang an dem Dragon Lord. Du beklaust jemanden, weil er böse ist und das ist noch böser! Was? Nein! Nicht so! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Das Seelenschwert scheppert auf dem Boden! In etwa so. Schepper, 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 schepper. Das fühlte sich nicht richtig. Jetzt müsst ihr das Schwert zurück nach Prachthof bringen. Ein Stadtportal öffnet sich. Wieder aufgeladen!
Bin gleich bereit. Als ihr das Schwert im Brunnen platziert, strömt ein Wirbel aus Seelenenergie hinauf in die Stadt. Alle Brände sind gelöscht. Die Häuser können wieder aufgebaut werden. Danke, ich liebe mich auch. Arschgaul heißt euch dorthin zu sehen. Sie hat etwas Besonderes für euch. Ich weiß, es ist albern, aber... ich habe mir schon immer eine riesige, anbetungswürdige Statue von mir gewünscht. Die kleinen Dinge machen es aus. Hervorragende Leistung, Schicksalsbringer. Die Stadt ist wieder sicher, florierend und frei von Skeletten. Da die Belagerung nun beendet ist, möchtest du dich sicher mit unseren Annehmlichkeiten vertraut machen. Such zuerst die Schmiede auf.